Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Legend. Wir befinden uns hier in Pandaria, eher gesagt auf den Insel der Riesen hier oben. Und wir wollen Dinosaurierknochen farmen. Was wir richtig teuer im Aktionshaus verkaufen können. Für 9.999 Knochen könnt ihr hier dieses Reitmount bekommen. Den weißen Urraptor bekommt ihr für 9.999 Knochen. Und wenn ihr genug Dinosaurier gekillt habt, könnt ihr auch ein Glück haben, da droppen Ureierschalen, in denen kann entweder der grüne Urraptor drin sein, der rote Urraptor oder der schwarze Urraptor. Von daher lohnt es sich eigentlich hier zu farmen. Hier droppt auch jede Menge Transmog. Denn dann gibt es hier noch diese Zandalari. Wie dieser Troll hier, die droppen vier verschiedene Haustiere. Das wäre ein Gefrühstückser, der Zandalari, Fischelbeißer, der Zandalari, Bartenbeißer, der Zandalari, oder der Zehnknabberer, der Zandalari. Ich war schon vorhin gut am Farm, hier habe ich schon. Ja, 6 Pets, die wir alle nachher auch gut in Aktionshaus ballern und dann heißt dann wieder Money verdienen. Von daher farme ich hier erstmal noch eine Runde. Wir machen das jetzt einfach mit. Das ist zu weit entfernt. Gucken, was bei rauskommt. Ich habe derzeit 464 Dinosaurierknochen, die können wir für 2134 Gold im AH verkaufen. Oder eher gesagt reinstellen. Und das Lustige ist, hier in der Mitte gibt es auch noch einen Ramok. Und das da, wenn ihr den killt, bekommt ihr einen Erfolg. Oh, das Megadino, den kaufen wir uns gleich. Ein kleiner Tipp macht den Dirk. Und das am besten zu zweit. Ihr würdet den zwar auch alleine Level 110, aber da der schon ganz gut Schaden macht, sucht euch am besten noch eine Person. Aber wird ja auch machbar. Das da ja fast. So, jumpen wir hier mal runter. Das Beste ist, wir können die ganzen Dinos hier eigentlich auch wegkurschnern, aber da ich jetzt gerade keinen Nerv dazu habe, lassen wir die liegen. Da das exotische Leder nicht so viel wert wäre. 17 Gold würden wir für 13 Stück kriegen. So meine Freunde, ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Video. Geht auf KenobiStack ein, oder auf meinen anderen YouTube-Kanal, Markus Sessler. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal und Arrivederci. Peace.